Bei Bossknöpfen ist das so, jetzt fange ich schon zum dritten Mal, zum vierten Mal damit an. Also bei den Knöpfen ist das so, wenn man... Genau, suchen wir uns die Größen raus und dann nehmen wir die mit. Und ich hänge an einem gelben Kristall fest. Also bei den Knöpfen ist das so, jetzt schon wieder. Die werden erst reingestampft, wenn... Ja, wir gehen weiter runter. Hier, yeah, Stufe 3, Leviathan Blade. Power Complex, Wild Path. Also ich denke mal, das wird wieder mit Wölfen sein und so weiter. Und mir machen immer noch die großen Bosswölfen Angst. Die mit den Tollwut. Die Kleinen zum heftigen Angriff verleiten. Boah, das geht aber schnell mit dem Laden. Also bei den Bossknöpfen ist das so, wenn man... Wenn alle drei... Ja genau, wenn alle draufstehen. Danke. Er sagt's aus. Wenn die ganze Gruppe, die auf der Ebene unterwegs ist, draufstehen, dann geht das geht der Knopf runter und dann werden Bosse aktiviert oder dementsprechend auch andere Sachen. Meistens ist das schlimm. Guck mal, das kann ich durchhalten. Aha, mein Schild hat's abgewehrt. Du da stirb. Wie, der hat drei... Der schlägt drei Schläge überlebt. Der hat drei Schläge überlebt. War da unten nicht noch was? Ist das da oben eine Abzweigung? Nö, es geht oben weiter. Ich schau mal, was hier unten ist. Das sah so interessant aus. Ist bestimmt wieder nur ein... einfacher Weg mit Belohnungen drin, oder? Ja, nein, vielleicht. Ja, das ist nur Belohnung. Da dürfte da oben ein Bossknopf oder so sein. Schätze ich mal jetzt. Ich habe was eingesammelt. Und zwar ist das Mechanite Kit. Erschaffe einen Mechanite Kit. Ne, ein Mechanite zu deinem Schutz. Also wir können uns jetzt einen dritten Mitspieler spawnen. Für eine... Falls wir jetzt zum Beispiel in diesem Bossraum landen. Weil ich habe festgestellt, die haben ja die Bossräume offenbar ganz neu überarbeitet. Und ich habe jetzt viermal mehr Schiss, in so einen Raum zu landen als sonst wo. Boah, bist du aber schnell, ich komme gar nicht hinterher. Mein Schwert ist so groß. Ja genau, ich übernehme das mal. Wie, die überleben einen Schlag mit meinem Schwert. Was geht dann ab? Irgendwo dürfte hier ein Knopf sein. Und der ist da hinten. Oh, Wölfe. 1, 2, 3 tot. Drei Schläge. Ich habe mir das Schwert irgendwie besser vorgestellt. So richtig mehr Imba-mäßig. Boah, da ist ein großer Wolf mit Tollwut. Das war ein großer Wolf mit Tollwut. Die können, wenn die einen Angriff starten, machen die das so drei... Ne, die laden sich erst auf und dann beißen sie drei bis vier Mal. Und das tut arschweh. So, hier bestes Beispiel. Er läuft drüber, nichts passiert. Stehen wir beide drauf. Rums, geht er runter. Man kann sich das so vorstellen, Gewicht mit Waagschale. Sollen wir es riskieren? Ja, nein, vielleicht. Ich habe gar kein Leben. Ja, dann nehme ich gleich mal unseren Mechanite zur Hilfe. Ach, du wolltest schon bezahlen, okay. Trilophysis ist nicht bereit. Trilophysis muss was spawnen. So, wir haben einen Mitspieler gespawnt, einfach mal so. Oh, das sind... Oh, Explodierkartons. Ich liebe diese Dinge. Ja, mit unserem Mitstreiter, den ich anscheinend gar nicht gelistet habe in meiner Liste. Lebt er noch? Wie, ist der schon tot? Boah, wie schnell ist der denn kaputt gegangen? Oh krass, dann müssen wir den Kampf alleine austragen. Ich dachte gerade, da kommt ein Torpedo angeflogen, dabei ist das mein Kumpel.
natürlich. Schwer gepanzerte Gnome, ey. Ich mag die nicht. Ich kill mal den Heiler, der nervt. Bombenlege haben wir auch noch. Na super. Du Shadow, ich glaube, die sind alle auf mich scharf. Kommen alle zu mir. Oh, ich verliere übelst Leben. Ha, ich habe was eingesammelt, was mir Leben helfen kann. Das muss ich jetzt sogar einsammeln. Also bei solchen Kämpfen kann man eigentlich nur den Knopf spammen. In dem Fall die Maustaste. Stolze 18 FPS habe ich. Und in dem Chaos übersieht man überhaupt... Oh, ich sterbe gleich. Ich werf mal was rein. Ich hoffe, das ist das Ende. Gleich. Und ich bitte nicht um ein Ende. Scheiße, ich muss raus, das ist Bomben hier. Aua. Oh, die tun ganz schön heftig weh, muss ich sagen. Aua. Boah, da hat mir gerade das Genick durchgeschlagen. Oh, du willst dich mit mir anlegen, hä? Lass ihn. Der kriegt den Gnadenstoß. 52 Schaden und er lebt immer noch. Oh. Ich habe nur noch einen Lebensstrich. Das war heftig. Ich habe keine Pille mehr. Aber da müssten wir eigentlich Leben haben oben. Theoretisch, ja, haben wir. Aber schon wieder so viel. Wahnsinn. Ich habe noch was vergessen, was zu sagen. Wärme wird auch noch geteilt. Das ist auch noch eine Besonderheit. Jetzt habe ich wieder genug Leben. Das meiste Leben kommt ja von meiner Rüstung und so weiter. Da habe ich immer noch Lebensbonis drauf. Ein dickes, fettes Follow Me nach oben. Merkt man ja doch die unterschiedliche Stärke. Also es ist Wahnsinn. Autsch. Habe ich schon gesagt, dass ich Stacheln hasse? Mist. Meine Maustaste hat nicht richtig reagiert und deswegen konnte ich das Ding nicht werfen. Mal gucken, was uns da unten erwartet. Feuer! Das ist Wahnsinn. Warum gehen wir hier in die Hölle? Autsch. Oh, mein Computer hat irgendwas dagegen, dass ich hier... dass ich verschiedene Tasten gleichzeitig drücke. Das ist auch mal was Geiles. Oh, ich hasse diese Hunde. Geschockt bin ich auch noch, ey. Ich finde diesen Status richtig lustig. Wenn man geschockt ist, kann man nämlich nichts mehr machen. Oh, ich habe den Knopf gefunden. Wir kriegen ja doch ganz schön Geld, muss ich sagen. 4000? Ja,
gut, ich weiß nicht, wie viel du hast da hinten. Und ein wenig füllt sich das wieder auf. Und wir landen ins Clockwork Terminal. Stufe 4, wie immer. Ist natürlich jetzt die Frage, gehen wir weiter nach unten oder bleiben wir auf dieser Stufe? Ich glaube, wir können... Ich könnte noch weiter nach unten. Und du? Zink-Atten? Was heißt das? Ich habe noch 54 und plus 27, das macht knapp 60. Ach, du hast auch, ja, 10.000, jo, kannst ja was, oh, da, boah, da ist sowas. Gehen wir weiter nach unten, ja, nein, vielleicht. Nicht, dass du jetzt nach oben klickst und ich nach unten und dann sind wir getrennt. Das wäre auch geil. Du musst noch 66 benutzen. Der muss also weiter nach unten, ne? Ah, ein Y bedeutet im Englischen meistens ein Ja. Unsere nächste Haltestelle heißt Jigsaw Valley Emerald Access 2. Da waren wir schon längst mal. Gruppenmitglieder entfernen? Wer sagt denn das? Weg mit dem Tipp. Hinfort. Oh, hier gefällt's mir gleich auf Anhieb. Und er ist auch gleich losgelaufen. Du nimmst die eine Seite, ich nehme die andere. Hat sich erledigt. Ich komm dir hinterher. Das ist Wahnsinn. Wenn man dann auf eigene Faust los will, dann hängt man an den Bossknopf. Du bist eingeschlafen. Ach, du hast Bossknopf geschrieben. Das konnte ich gar nicht lesen. Aua. Oh, 60. 50, 60. Autsch. Wie viele Pillen hast du? 3. Alles klar. Ne, ich nehm Moment keine. Ich hab zwei Pillen. Mit Pillen meinen wir übrigens da oben das rote Teil, was unser Leben auffüllt. Wie wirft man ab? Zeige ich dir gleich, wenn es ruhiger ist. Ich hab fast voll Leben. Siehst du, jetzt habe ich auch 3 Pillen. Wenn du abwerfen willst, musst du oben draufklicken und runterziehen. Dann kannst du das loslassen. Du musst einfach nur oben gedrückt halten und runterziehen aufs Spielfeld. Dann lässt es fallen. Das gleiche kannst du auch mit dem Vita-Pod machen unten. Das würde ich aber nicht empfehlen, da du ja Leben drin hast. Das wäre dann weg. Glaube ich. 5 Münzen. Ist egal, wer was einsammelt. Wir kriegen alle. Och, wie schön. Meine Freunde sind wieder da. Aua. Boah. Hey Shadow. Ich habe heute Ahriman besiegt. Ne, stimmt gar nicht. Gestern. Kennst du Ahriman? Ahriman, genau. Ahriman. Du weißt schon, der Goa'uld von Prince of Persia. Der Endboss. Ich würde runtergehen. Schmerz. Ich hänge übrigens an einer Stelle fest, wo ich nicht mehr weiterkomme. Das ist auch ganz lustig.